David gießt das Eis in die Toilette. Aber das Eis quillt in der Toilettenschüssel auf und kommt sogar heraus. David drückt die Spültaste, damit sich das Eis nicht weiter ausbreitet. Jetzt ist David der Einzige, der nicht von der Eiscreme kontrolliert wird. Beim Rest der Familie ist schon jede Hoffnung verloren. Die Eiscreme ist bereits in ihre Gehirne eingedrungen. David legt Rasierschaum in den Becher und tut so, als wäre das Eis. Er will seinen Vater damit täuschen. Sein Bruder Steve beobachtet ihn beim Essen. David ist ein harter Kerl und lässt sich nichts anmerken. Er beißt in den Rasierschaum, während sein Vater dabei zusieht, wie er isst. David wird gezwungen, noch ein paar Bissen von dem Rasierschaum zu nehmen. Aber das Gesicht seines Vaters beginnt etwas skeptisch auszusehen. Eis essen sollte nämlich eine Freude im Gesicht zaubern. Dass David dabei sein Gesicht vor Schmerzen verzieht, ist schon sehr merkwürdig. David kann den ekligen Rasierschaumgeschmack schließlich nicht mehr ertragen und rennt nach draußen, um ihn auszuspucken. Vater Bernhard probiert das Eis und stellt fest, dass er reingelegt worden ist. David rennt so schnell er kann und seine Familie verfolgt ihn. Wenn sie ihn erwischen, wäre David in ernsthaften Schwierigkeiten. Dann kommt zufällig Onkel Manfred in seiner Dreckskarre und sagt zu ihm, dass er einsteigen soll.